Schritt 1. Die Vorbereitung des FTO-Substrats. Das FTO-Substrat sollte ab jetzt nur noch an den Seitenrändern angefasst werden, denn sonst zerstörst du mit fettigen Fingern die Titandioxidschicht obendrauf. Beklebe nun das FTO-Substrat an der markierten Seite mit einem Klebestreifen. Achte darauf, dass ca. ein Viertel der Gesamtfläche davon beklebt sein müssen. Das wird jetzt nur noch ein bisschen festgedrückt, umgestülpt, sodass sich das in deinem Low-Cost-Spin-Coater auch nicht verhakt, und fertig ist das Substrat. Weiter geht's mit Schritt 2.